Santa Salsa. Das soll so der momentan angesagte Hotdog und Burger. Frankie tatsächlich im Winter ist sowas gefunden, die irische Lady nicht. Logisch Shorts. Wunderbare blaue Shorts. Aus Williamsburg. Bedford Avenue. Ein echt cooler, echt coole Ecke hier. Und da mache ich sicherlich mal in das Streetwalk oder so. Hallo Leute, hallo YouTube. Ja, ich weiß noch gar nicht, was wir heute für ein Video machen. Wir machen einfach mal einen Tag mit der irischen Lady in New York, würde ich sagen, oder? Ja? Wir sind hier an der 34. Straße, fahren gleich mit der Fähre rüber nach Williamsburg. Da werden wir im Domino Park vorbeilaufen. Dann werden wir mal nach einem T-Shirt für den AK-Lichtspielidealisten Klaus Helmich gucken. Der hat mir da so einen kleinen Auftrag gegeben. Also Motorradladen, die haben wohl so T-Shirts, da gucken wir mal, ob ich dem eins oder zwei besorgen kann. Und dann gehen wir in meinen Lieblingsstadtteil nach Bushwick, Brooklyn-Bushwick. Und nicht nur wegen mir, sondern auch wegen der irischen Lady, weil da gibt es eine ganze Menge Thrift-Stores. Genau, so Modeläden, Secondhand-Modeläden. Und da gibt es einen ziemlich geilen Hotdog-Laden. Und ich werde einfach hier zwischendrin auch mit der Fuji XE4 so ein bisschen Street-Fotografie machen. Begleitet mit dem Pocket 2. Mal schauen, was es für ein Video gibt. Jetzt fahren wir erstmal mit der Fähre rüber nach Williamsburg und ja, sehen uns einfach im Laufe des Tages immer mal wieder. Bis gleich. Da sind wir Jane Motorcycles und ich habe die T-Shirts für Klaus und natürlich auch eins für mich schon geholt. Das war anstrengender, wie mit der irischen Lady zu shoppen. Ich bin gespannt. Ich hoffe, dass die Dinger passen, Klaus. Die werde ich der Lady mitgeben und dann wirst du die bald haben. Wahrscheinlich schon bevor der Vlog hier online auf YouTube kommt. So, wir gehen jetzt mal weiter nach Bushwick. Vintage Stores werden wir untersuchen für die irische Lady und ich mache ein bisschen Street-Fotografie. Bis gleich.
wir laufen jetzt zur Metro hier, Bedford Avenue, durch North Williamsburg. Wirklich nette Ecke hier, also weiß nett, ein bisschen ruhiger wie Manhattan und interessant. Könnte ich auch mal einen kleinen Fotowalk machen. Unverhofft kommt oft. Jetzt sind wir hier an wirklich schon drei der vier Winchester-Stores vorbeigegangen in North Williamsburg. Bedford Avenue, eine echt coole Ecke hier. Und da mache ich sicherlich mal in das Streetwalk oder so eine Fotografie, so Foto-Video-Walk. Das ist eine echt coole Ecke mit ganz, ganz vielen genialen Geschäften. Ich bin übrigens jetzt hier mit den internen Mikrofonen von Pocket 2 am Vloggen, weil ich einfach zu faul bin. Und ich packe also vielleicht heute Abend auch nochmal, wenn wir zurückkommen, nochmal hier vorbeigehen, die XE4 aus. Aber ich glaube, da mache ich einen eigenen Fotowalk zu. Ich glaub, jetzt lassen wir die Lady erstmal hier im Vintage Store stöbern. Ich relax hier vor ein bisschen und dann fahren wir weiter nach Bushwick. Ja, wir sind in Bushwick. Jetzt suchen wir erstmal die Vintage Stores und dann laufen wir ein bisschen durch die Gegend und dann mache ich vielleicht ein bisschen Street hier. Ich gucke einfach mal und lasse mich treiben. Ihr kennt ja Bushwick, einer meiner Lieblingsstadtteile. Ein paar Eindrücke wird es noch mit dem Pocket geben und dann packe ich aber nachher nach dem Essen, glaube ich, mal die XC4 aus. Geile neue Graffitis und hier ist auch ein Vintage Store, wo die irische Lady sich mal ein bisschen auslässt. Der Frankie tatsächlich im Vintage Store was gefunden, die irische Lady nicht. Sag ich, Shorts, wunderbare blaue Shorts. Ein cooler Laden, oder? Ja. Vor allen Dingen, die Preise sind echt cool für so New Yorker Verhältnisse. Wirklich cool. So, jetzt geht es zum Santa Salsa. Santa Salsa, da sollst du die ikonischsten Hot Dogs und Burger hier auf der Seite geben. Das werden wir direkt mal testen. Thank you.
Santa Salsa. Das ist also der momentan angesagte Hotdog- und Burgerladen hier auf, in der westlichen Hemisphäre, in der östlichen Hemisphäre sein, hier in Bushwick, Brooklyn. Und ich glaube, da werden wir nicht enttäuscht werden, weil die Speisekarte verrät auch einiges. Ich werde euch auf jeden Fall mal ein Bild davon machen. Geil aus, oder? Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Kommt der Biss? Wir haben nicht zu viel versprochen, würde ich sagen. Der Hotdog ist echt mal geil. Aber ich glaube, da geht sogar noch ein zweiter. Dann probiere ich mal noch so eine vegane Variante. Einfach mal so, weil ich es kann. Nicht, weil ich es muss. Ja, Leute, Santa Salsa. Das war wirklich gut und weiter zu empfehlen. So, und jetzt bringe ich die Lady noch mal zu einem kleinen Shop und dann macht der Frankie ein paar Fotos mit der Fuji XE4 und da gucken wir mal weiter. Die irische Lady sitzt ganz entspannt hier im Kaffee mit mir. Schön ruhig hier auf der Ecke, auf der Hauptstraße. Nee, im Ernst jetzt. Ja, ich habe ein paar Fotos mit der Fuji XT4 gemacht, aber jetzt nicht übermäßig viel. Hier ist ein echt nettes Street-Kaffee, aber wir sind nicht mal, gehen jetzt wieder zurück und vielleicht nochmal nach Williamsburg und fahren dann wieder mit der Fähre rüber. Wir gucken mal, könnte gut sein. Da werde ich vielleicht nochmal fotografieren, dann mache ich mal das 33 mm drauf von Wildrox, weil da komme ich ein bisschen näher mit ran, brauche ich ganz so nah an die Leute ran. Ich denke mal, ja, es wird zumindest ein schönes Video gegeben haben. Ne? Darling hat auch was gefunden. Ja, und ich habe eine Short gefunden. Und wir haben die T-Shirts von Klaus gekauft. Bis gleich.
Ich habe ein paar Bilder gemacht, also richtig viel waren es jetzt nicht. Wir haben richtig Spaß gehabt heute. Wir sind jetzt auf der Fähre wieder zurück nach Manhattan und werden den Rest des Abends chillen. Und das heißt dann, das ist die Abmoderation, Darling, ja? Ich weiß nicht, ob noch ein Vlog mit der irischen Lady kommt. Vielleicht einer am Sonntag, wenn ich mit dem Holger zusammen und mit der irischen Lady dann zusammen im Hudson Valley den Vatertag feiere. Ne? Werden wir sehen. Wie auch immer, hat mal wieder Spaß gemacht am Ende des Tages. Und ja, schön, dass ihr dabei wart. Macht's gut, haut rein und auf Wiedersehen. Tschö. Thank you.